Kannst du so wie in der Bar fit, fit. So rollen? Nee. Wie? Okay. Hi GQ. Ich bin David Schütter und das hier sind meine 10 Essentials. Mein erstes Essential ist ein Feuerzeug und das ist mein treuer Freund. Und ich glaube, das ist eine Sache, die ist sozial sehr verbindend für viele verschiedene Situationen. Die wechsle ich öfter als meine Unterhose. Ich verliere die. Also es gibt zwei Arten von Abenden. Es gibt den Abend, an dem du dein Feuerzeug verlierst, egal wie teuer und wie wertvoll es war. Oder es gibt den Abend, wo, wenn du nach Hause kommst, hast du 10 Stück in deiner Tasche. Da gibt es aber auch nichts dazwischen. Bist du Raucher? Ich rauche hin und wieder mal eine. Ich bin der Partyraucher. Ich versuche damit aufzuhören. Ich habe schon 10 Mal gemacht oder so. Es ist schwer. Manchmal hörst du auf und dann hast du aber wieder eine Rolle, die raucht. Und dann bist du wieder drin und hast es gar nicht gemerkt eigentlich. Das hier. Es sieht nicht spektakulär aus, aber es ist das Beste. Es verwandelt eine langweilige Zugfahrt. Ich finde, manchmal ist in Zügen, ich glaube, das nennt man sogar menschenfeindliche Architektur. Das ist so wie bei McDonald's sitzen. Das ist so ungemütlich wie möglich, damit du ganz schnell wieder abhaust und es ja nicht bequem werden kann. Und dieses Ding verwandelt das in ein Bett aus Wolken, nach Rosen duftend und mehr als erträglich. Das hier ist das Allerwichtigste, was ich auf all meinen Reisen mit habe. Und wenn ich es vergessen habe, dann bricht eine Welt zusammen. Ich muss es wirklich so sagen, da bricht meine Welt zusammen. Das ist das Nackenkissen. Es hat keinen Namen. Aber wenn ihr wollt, gebt ihm gerne einen Namen, ihm oder ihr, und schreibt uns das in die Kommis. Look, what we got here. Das hier ist essentiell für mich, weil das bedeutet mir tatsächlich sehr viel, weil ich habe diesen Stift bekommen von meiner Familie, von meiner Mutter. In erster Linie. Anfang dieses Jahres habe ich eine Firma gegründet und damit habe ich meinen ersten Vertrag für meine eigene Firma unterschrieben. Warum meine Familie sich die Schlange ausgesucht hat, das weiß ich nicht, aber House Slytherin finde ich auf jeden Fall fantastisch. Und Slytherin ist cool, ja. Irgendwie Slytherin ist, finde ich cool. Und mit diesem Stift, das ist das Schwert zur Selbstbestimmung und der bedeutet mir sehr viel. Du musst so reinlaufen auf jeden Fall. Du musst sie reinlaufen. Das hier sind Slippers. Slippers und Loafer trage ich sehr, sehr gerne, weil ich, ist eigentlich ein bisschen unangenehm, aber ich bin echt richtig schlecht mit Schnürsenkeln. Als Kind habe ich schon immer die Orientierung verloren bei Schnürsenkeln und ich kann auch nicht die, ich nenne sie so immer noch, die Erwachsenenschleife. Ich kann nur die mit zwei Hasenohren, die ich dann zusammenbinde. Und deswegen bin ich ein Riesenfan von Schuhen, die man einfach so reinschlucken kann. Weil dann enttarnt dich niemand dabei, dass du eigentlich noch 4 Jahre alt bist. Das hilft. Ich trage solche Schuhe sehr viel lieber. Ich bin kein Sneaker-Freaker. Gar nicht. Ich bin kein Sneaker-Freak. Das ist nicht das Gesicht eines Sneaker-Freakers. Ich glaube, ich habe so, was, 20 Paar Schuhe. Das geht vielleicht. Oder sind das viele? Ich weiß es nicht. Aber ja, ich habe 20 Paar Schuhe. Echt? Ja. Verdammt. Finde ich nicht. Hört auf sie. Das hier ist so ein, wie nenne ich das, so ein Widerstandsband. Tatsächlich essentiell für mich, wenn ich leider wirklich viel, deswegen werden wir das noch öfter hören, auf Reisen bin. Du kannst damit eigentlich alles trainieren und alles machen und überall. Und es ist leicht zu tragen und es ist nicht sperrig und komfortabel. Deswegen sorgt das dafür, dass ich bei dem einen oder anderen Film vielleicht besser aussehe, als bevor ich das Ding hatte. Am 21. Oktober kommen die Barbaren raus und da habe ich die 2. Staffel, wohlgemerkt, auf Netflix. Und da hatten wir eine Plansequenz. Das heißt, dass man ganz lange aufnimmt ohne Schnitt. Das heißt, du darfst keine Fehler machen, das kann man am Ende nicht zurechtschneiden. Es muss alles perfekt getimed sein, wie so eine Tanzchoreo. Und diesmal hatte ich aber eine Kampfchoreo. Und die war sehr lang und sehr kompliziert. Und die mussten wir sehr oft machen, bis die 2 Minuten lang im Kasten war, ohne erhebliche Fehler. Mit diesem Band habe ich mich fit bekommen. Mit diesem Band haben sich ganz viele meiner Mitstreiter dieser Serie kurz vor den Szenen aufgepumpt, damit sie noch mal ein bisschen besser aussehen.
Das sind meine Go-To-Drinks am Tag auf jeden Fall. Weil wenn man oft Zügen hinterherrennen muss, dann ist Kaffee unpraktisch, weil er wahnsinnig heiß ist. Das ist mir schon ein paar Mal passiert. Und weil die Flecken noch sehr viel hartnäckiger sind als alles andere auf der Welt eigentlich. Und auch entlarvender, dass man ungeschickt ist, was ich teilweise bin. Deswegen ist das mein Wake-up-Call. Und das hier ist auch in Situationen eines ganz leichten Katers sehr zu empfehlen, da ich das Gefühl habe, das hier, Kokosnusswasser, ist das Einzige, was flüssiger ist als Wasser itself. Ich glaube, ich gebe ein Vermögen dafür aus, aber ich trinke wahnsinnig viel Kokoswasser. Ich kann nicht mehr ohne, wenn du lange Reisen hast, 4 Stunden, 5 Stunden von Hamburg, von Berlin nach Köln oder irgendwas, da brauchst du schon Reiseproviant. Und ist das absichtlich zuckerfrei? Ja, weil wenn du damit kleckerst, dann klebt das nicht so. Und es ist auch nicht gesund, zu viel Zucker zu sich zu nehmen. Dieses Essential habe ich für meinen Teil selbst noch nie benutzt. Aber nein, absoluter Quatsch. Das ist essentiell. Man sollte es dabei haben. Man weiß nie, was passiert. Und wenn, muss ja nicht unbedingt was bleiben. Was Positives oder Negatives, wie man es dann auslegen will. Man will ja seinen Kindern auch nicht unbedingt sagen, dass sie einen Unfall waren. Deswegen habt solche Dinger und benutzt sie. Das hier ist ein sehr wichtiges Essential, besonders wenn man in der Stadt Berlin wohnt. Weil hier passiert es, dass manchmal zu früh die Sonne aufgeht. Und ab diesem Zeitpunkt ist eine Sonnenbrille gerne verdunkelt und gerne sehr groß, sehr gerne dabei zu tragen. Da kannst du schön inkognito nach Hause laufen und dir kann keiner von der Side of Life in die Linse schielen. Trifft man dich so auf der Tanzfläche oder da? Doch, ich tanze schon gerne. Ja, doch, doch. Viel mehr muss ich, glaube ich, gar nicht dazu sagen. Viel Spaß in Berlin. Das hier ist ein Calvin Klein Parfum. Ich glaube, das ist so ein Duftklassiker. Und finde einfach, wenn man viel mit Menschen zu tun hat, was ich in meinem Job unweigerlich tue, ist es nicht gut, ein Stinky zu sein. Stink nicht. Benutze manchmal Parfum oder Deodorant. Ich muss auch sagen, ich weiß, diese Aluminiumsalze, die sind vielleicht nicht so richtig gut, aber wenn die keiner mehr benutzt, dann riechst du den ganzen Tag die Leute. Und das ist es auch nicht. Da finden wir noch was. Kompromiss. Ich finde so witzig, so Leute, das merke ich häufiger bei so älteren Damen. Also wenn man den gleichen Duft so oft benutzt, dann riecht man den selber nicht mehr. Und deswegen riechen die so stark danach. Weil die sprühen nicht mehr einmal, um was zu merken. Die sprühen einfach 20 Mal, bevor die mit dem Hund nur rausgehen, weil das so eine Routine geworden ist einfach. Das solltet ihr auch nicht tun. Bleibt bei eurer Menge, weil das ist manchmal echt penetrant und man kriegt Kopfschmerzen davon. Aber das ist essentiell für mich. Hast du lange gebraucht, bis du deinen Duft gefunden hast? Oder? Ich habe ihn nicht gesucht. Ich glaube, du findest nicht dein Duft findet dich. Das hier ist für mich etwas tatsächlich sehr Besonderes und more than essential, weil das hier ist ein Sakko von meinem Großvater, das ich geerbt habe. Der Mann lebt leider nicht mehr. Mir passen seine Sachen ausgesprochen gut. Also einfach von der Passform, wie ich damit aussehe. Der war sehr gut gekleidet, Sachen von der Savile Row, von den Schneidern aus London und hat sehr gern freche Farben getragen. Leider habe ich kein passendes Einstecktuch mitgebracht, dass das belegen würde. Das ist ein sehr wichtiges Stück, das ich mit allen möglichen kombiniere. Und dann hat man immer 2 Hände auf den Schultern, von Art und Weise. Das hier ist ein angeheirateter Opa. Mein anderer Opa war, der war Schauspieler und Synchronsprecher und hat Bonanza gesprochen. Ich glaube, eine ganz bekannte Serie, die kennt die ältere Generation, kennt die noch ganz gut. Es gibt böse Zungen, die behaupten, ich sehe ihm sehr, sehr ähnlich und wir haben die gleiche oder sehr ähnliche Stimme auf jeden Fall. Und ja, bin in eine ähnliche Richtung gegangen wie der Mann. Fertig, oder? Fertig. Da haben wir was aus dem Kissen rausgeholt, oder?